Erfunden von Frank Elstner ist Wetten, dass die letzte große Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Naja, gewesen muss ich ja jetzt sagen. Aber es geht ja auch nicht um die Show selbst, sondern es geht um die Commodore 64-Umsetzung. Wetten, das ist wieder einmal eine Umsetzung aus dem Hause PCSL, den wir auch Dingster oder Hop oder Top als 64er-Variante verdanken. Heute also Wetten, das von 1991, also aus Gottschalks erstem Moderationslauf. Wir haben in diesem Spiel die Möglichkeit, entweder die Generalprobe zu spielen oder aber uns in die Abendshow zu stürzen. In beiden Fällen gibt es mehrere Minispiele, die sich grob in zwei Kategorien einteilen lassen. Aktionswetten, die sich als arcade-artige oder arcade-artige Minispielchen präsentieren. Und Erkennwetten, die mehr oder weniger an Memory erinnern, wo man halt eben Sachen sich an Dinge erinnern muss. Dabei gilt der alte PCSL-Spruch, warum schön, wenn hässlich ausreicht, da die Wetten nicht sonderlich attraktiv präsentiert werden. Zusätzlich zu diesen Wetten gibt es auch noch in der Abendshow die Möglichkeit, sogenannte Außenwetten zu haben. Außenwetten werden vor dem Rechner ausgeübt und die Mitspieler fungieren dabei als Jury bzw. Schiedsrichter. Das ist der Grund, weshalb man in der Abendshow immer nur zu zweit mindestens mitspielen kann. Für den Abendshow-Modus darf man sich dann auch noch eine der gruseligen Karikaturen aussuchen, die einen dann vertreten soll. Wobei der Moderator und selbst die Showkulisse sehen ehrlich gesagt noch schlimmer aus. So haben wir statt einem Thomas Gottschalk-Imitat anscheinend so eine Art Playmobil-Figur, die die Show moderiert. Aber dann fällt mir wieder das vermeintliche Mantra ein von PCSL. Warum schön, wenn hässlich ausreicht? Man ging eher davon aus, dass der Name das Spiel verkauft. Gut ist eigentlich was völlig anderes, ne? Und ich persönlich, ich würde also niemandem dieses Spiel ernsthaft empfehlen. Aber ich dachte, warum nicht mal wieder ein Spielshow-Klassiker nach den zwei Adventure-Spielen der letzten beiden Folgen? Wobei, es hätte schlimmer kommen können. Wo wir schon beim Thema schlimm sind, nächstes Mal rede ich über einen anderen Titel aus dem Hause PCSL. Punkt, Punkt, Punkt. Mit Mike Krüger.